Herzlich willkommen zu ein neues Just Talk Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, wo ich über random Themen rede, sei es VR-Chat oder Real Life oder sonstig. Heute habe ich mir ein Thema wieder rausgesucht, was jeder hier im VR-Chat hier hat. Okay, und zwar, heute geht es nämlich um Thema Avatare, die eine gewisse Größe haben, wie die Dateiengröße ist. Ja, und das ist heute das Thema. So, meine Lieben, dann fange ich jetzt mal an. Ich sag euch meine Meinung dazu. So, Thema Avatare Größe. Ja. Ich nehme jetzt mal als Beispiel mein Afflin hier. der ist, es gibt ja dafür verschiedene so Stufen, very poor, poor, mittel und low. Und wenn man es richtig hinbekommt, ich bezeichne diese Größe als Stern. Es wird auch als Stern angegeben und ich sag mal so, wer das hinbekommt, nice. Und so ein Avatar benutzen tut, noch viel, viel nicer, weil mein Afflin hier ist very poor. Warum? Ich habe für diesen Avatar extrem viele Klamotten drin mit eigenen Skin selber abgeändert, dass zum Beispiel die Jacke hier so ausschaut, wie sie ausschaut, weil das war Cyberpunk-Jacke gewesen. Die habe ich jetzt aber sehr hart abgeändert und so sieht das dann aus. Wie gesagt, einer von vielen Klamotten, wo direkt schon ich zerstöre jetzt dein Avatar zum bitte. Also nur zu diesem Teil, dass der Avatar zu groß wird. Anderes Beispiel, ich habe für meinen Haupt-Avatar, also für mein Hopkin, ein paar Klamotten nur drin und der ist schon very poor. Ja, da kommen viele Faktoren zusammen und ich muss euch ehrlich sagen, mich nervt das ein bisschen. Mich nervt das wirklich, weil Performance. Jeder hat ja eine andere Stärke, was PC oder Quest oder whatever angeht. Und die meisten Very Poor Avatare, die haben so das Problem, jemanden rauszucrashen. Aber auch nur, und das ist halt echt immer so das lustige Ding, man versucht ja seinen Charakter ja zu personalisieren wie sonst was. Und für den Afflin jetzt hier habe ich schon completed. Das Ding ist nur halt, die Dinger sind zu groß. Allein die Cyberpunk-Jacke hat schon, was die Größe allein angeht, ohne Skin drauf, schon massivst viel Polygonen oder wie sich das dann nennt. In der Materie bin ich nicht so richtig drin, weil mein Fokus bezieht sich nur auf Unity und nicht auf Blender, weil Blender, da werde ich mich nicht einklinken, obwohl mich das echt annervt. Ich würde gerne Blender verstehen, dass ich das alles mal beheben kann, aber ich kann es halt nicht und ich werde mir auch nicht den Teufel tun, extra bestimmte Sachen zu machen, was mich aber wirklich aufregt, weil ich möchte schon seit mehreren Jahren eine bestimmte Klamottenart für den Hopkin haben. T-Shirt, Hose. Weiß nicht. Ist schon die ganze Zeit mein Plädoyer. Hat aber bis jetzt noch keiner gemacht. Aber das muss dann, worauf ich dabei hinaus will, ist, muss dann jemand machen, der Polygone extrem klein halten kann, dass der Avatar nicht direkt schon, wenn du, weiß nicht, das T-Shirt anziehst, direkt überladen ist.
wegen auch die Daten von VR-Chat, was man ja alles so drauf tun kann oder könnte. Man kann es zwar überschreiten, man darf nur nicht eine etwas zu hohe Dateigröße haben, weil sonst gibt es wirklich nur Probleme. Es ist halt belastend, nur um sich zu personalisieren, jede Menge Klamotten. Ja, also ich habe noch nichts gefunden, wo jemand wirklich sehr dezent drauf aufgepasst hat, Klamotten extrem performancemäßig zu machen. Weil alles, was man hier so, also ein Großteil findet, ist Performance-Killing vom Feinsten. Setz ein Klamottenstück drauf und boom, bist du schon wieder very poor. Oben an deinen Namen dann am Stehen. Super. Ich habe mir jetzt vor kurzem die Mühe gemacht, mal ein Hopkin einzurichten, der wirklich low ist. Der wirklich low ist. Dass in gegebenenfalls ich darauf besser eingehen kann, weil ich habe Leute kennengelernt hier in VR-Chat, die nur von Avataren rausgeflogen sind, weil sie zu very poor waren. Man muss halt, wie gesagt, bedenken, jeder hat eine andere Stärke, was den PC angeht. Und einer hat es auf jeden Fall getoppt und durch ihn habe ich die Motivation gehabt, mal einen richtig lowen Avatar zu machen. Und wisst ihr was? Es ist total angenehm, wenn man wirklich einen lower Avatar macht. Ihr braucht nicht so viele Details einzufügen. Und es geht auch echt ziemlich zügig, je nachdem, was man damit vorhat. Aber Fakt ist, ich habe jetzt halt einen lower Hopkin, also wirklich low, der schön oben als grün angezeigt wird. Und ich bin zufrieden tatsächlich, das, was ich habe, an diesem Avatar. In der Zukunft bin ich an Überlegen, wirklich bei jedem Avatar, den ich habe, und ich habe nicht gerade wenig Avatare, das zu senken. Okay, ich habe da vielleicht ein paar Stück, wo man es nicht hinbekommt, sondern die alle nur auf Orange bekommt. By the way, das Orangene ist echt so ein schönes Mittelding. Wenn ihr es schafft, das auf Mittel nur zu bekommen und jede Menge Klamotten in gegebenenfalls draufzufügen, dann versucht in den Modus zu bleiben, weil das ist schön im Mittelwert. Die meisten sind ja alle nur very poor und sieht auch echt bombastisch aus, keine Frage, aber dann ist halt dein Avatar zu groß und dann ist es schwierig. Wenn man auch noch die Avatare in öffentlichen Welten mitnimmt, die da zu benutzen, würde ich euch echt immer empfehlen, so echt lower Avatare zu machen, nur um die Performance von Lobby nicht zu belasten. Klar, es hilft zwar in den Stand, wo jetzt mittlerweile alle hier rumlaufen, herzlich wenig was. So ein lower Avatar zu haben, bietet halt den Vorteil, versucht die Lobby dadurch auch performancesparender zu machen. Ja. Da muss aber jeder selbst wissen, was man mit den Avataren tut. Aber im Endeffekt, diese ganzen Stufen, die ich dann beschrieben habe, die sind halt alle gefühlt für mich zumindest ätzend. Wenn du mal wirklich so einen richtig geilen Avatar haben möchtest, willst du jetzt auf Performance gehen, dass du in den grünen Bereich kommst, oder willst du Sachen einfügen, wo die Performance direkt auf very poor geknallt ist. Da sollte man abwägen und ich glaube, der gute Mittelwert ist, wenn man sein Avatar auf Orange hinbekommt oder Mittel, wie man es auch immer beschreiben möchte und ja, also was das halt mit Avataren angeht, bin ich schon, seit ich hier VR-Chat angefangen habe, bin ich nur mit Avataren mich am Beschäftigen, nur um die so gut hinzubekommen, dass die weniger Performance ziehen. Das kriege ich zum Verrecken, außer bei einem Avatar, jetzt nicht gut hin. Ja, und das ist halt der Low Hopkin. Hat zwar wenig Details drin, aber sparender hoch 10.
Ja, vor allen Dingen, wenn ihr in der Friends-Welt unterwegs seid und es sind da, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 30 Leute drin. Und wenn, müsst ihr einfach mal vorstellen, wenn das alle machen würden, wäre die Lobby so richtig schön am Laufen, so richtig schön butterweich. Glaube ich. Warum? Ich weiß es nicht. Es machen ja nicht so viele. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr angenehm ist, dann in solchen Lobbys abzuhängen. Gerade wenn man in Disco-Welten unterwegs ist und man nutzt so ein Low-Avatar. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das alle dann machen würden. Und meistens sind solche Lobbys extrem gut gefüllt mit Leuten, und wenn die alle einen Lower-Avatar nehmen würden, ich könnte mir richtig gut vorstellen, es würde nicht rumlecken bei den meisten. Naja, wie man es nimmt halt. Man kann zwar auch die Safety-Settings einstellen, aber selbst die Safety-Settings funktionieren nicht, weil wenn ihr alles ausschaltet, habe ich ausprobiert, nützt es herzlich wenig, weil die sind zwar alle in Roboter-Style unterwegs dann, aber das Problem ist, es werden trotzdem Sachen noch im Hintergrund vom Avatar berechnet. Auch wenn man denkt, man könnte sie ausschalten. Das könnt ihr ganz gut feststellen, dass ihr wisst, dass ich keinen Blödsinn erzähle, wenn ihr mal eine Lobby voll habt mit whatever wie viel, ich nehme mal 30 als Beispiel. Und ihr macht das alles mal aus. Werdet ihr feststellen, je nachdem, was das für ein PC ist, werdet ihr dann den Unterschied feststellen, wie die Performance trotzdem im Arsch ist. Ja, auch wenn man jetzt alles ausschaltet, ist die Performance trotzdem im Eimer. Was es auch mittlerweile gibt, ist diese Reichweite. Begrenzung. Super. Das bringt auch herzlich wenig, weil die Leute von weiter weg, ich sag mal von 5 Meter, whatever, werden auch als Kristalle angegeben. Wenn sie näher rankommen, werden sie trotzdem berechnet. Trotzdem, die, die aus der Reichweite sind, werden trotzdem mitgerechnet, auch was diese ganzen Safety-Settings, Ausschaltsachen angeht, werden die Dateien trotzdem mitberechnet. Und je nachdem, gibt es zwar so eine echt irre Zahl, 80 Leute in einer Welt wären 80. Und alle hätte man ausgeschaltet mit den Safety Settings plus dann noch die Reichweite. Man merkt trotzdem, wie es am Kämpfen ist, das Spiel oder PC. Gerade Quest Leute, jetzt von euch da drunter sind, die das jetzt hier schauen. Mein Gott, ihr tut mir richtig leid in der Hinsicht. Ihr braucht nur einmal rein zu joinen, wenn ihr Bock habt, das Spiel abschmieren zu lassen. Geht einfach in Solo-Lobby. Ich weiß, ich kann mir das gut vorstellen, dass es wirklich ätzend ist. Ich kenne auch paar, die niemals freiwillig in eine Lobby reingehen mit 60 Leuten. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Wie man's nimmt. Fakt ist auf jeden Fall, wenn einer sich die Mühe dann so macht, so ein Lower-Avatar zu erstellen, ist es voll geil, weil dann die Performance schon weiter runtergeht. Wie genau, konnte ich noch nicht herausfiltern, weil meine Friends haben großteilig alle Rari Poor Avatare drin, aber wenig darunter, die so wirklich einen Lower Avatar haben. Naja, wie man es nimmt. Fakt ist auf jeden Fall, Avatargröße ist halt großteilig immer sehr stark davon abhängig, wenn ihr Klamotten drauf tut, gerade Klamotten, wenn ihr den quasi nackt hier ohne Klamotten benutzen würdet, dann wäre schon der Großteil von den ganzen Größe gekillt. Ja, man muss es nur dann in Erwägung ziehen, das so auch zu machen. Aber die meisten würden das nicht tun, weil immer ein Kleidungsstück ja drauf sein muss.
Ja. Handsocken oder Fußsocken, je nachdem. Fakt ist auf jeden Fall, wenn man darauf achten würde, dann könnte man sehr viele Leute vor einen Absturz bewahren. Und nicht nur Questies zu Absturz bringen, sondern auch PT-Leute, die vielleicht ein sehr schlechtes System haben, weil sie bestimmte Sachen sich nicht leisten können. Erstmal. Je nachdem. Fakt ist auf jeden Fall, darauf zu achten wäre schon nicht schlecht. Und ich werde in der Zukunft trotzdem immer weiter gucken, dass ich meine Avatare sehr stark reduziere, die quasi auf den Standard bekommen, wie ich den Avatar auch geholt habe. Ja, das wird wahrscheinlich auch hier bei den Aflin genauso sein, weil es ist halt echt belastend. Ja. Oder man macht so eine bestimmte Avatar, wo man halt keine andere Wahl hat, als es hochzupushen. Je nachdem. Okay, dann würde ich sagen, jetzt seid ihr wieder gefragt, was haltet ihr von den ganzen Stufungen vom Avatar-System? Findet ihr das auch zum Kotzen wie ich, dass die Avatare, egal was man für Klamottenstücke drauf tut, explodieren? Seid ihr auch so ein Fan von Low-Avataren oder vom Mittelwert, je nachdem? Lasst mich das mal gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und haut rein. Buh.